Ich habe vorhin etwas über Text gesprochen, über Kennzeichnendes in der Textverarbeitung. Und das Wichtige, was ich vorhin noch ganz am Ende versucht habe klarzumachen, ist dieser Unterschied zwischen Zeile und Absatz. Und wenn Sie an Ihrer Tastatur am Editor auf Carriage Return drücken, also auf die Taste, dann meinen viele Leute, es gibt einen Absatzwechsel, aber es gibt eben auch einen Zeilenwechsel. Jetzt muss man sich überlegen, was wirklich da passiert. Wenn wir im sowas wie dem Word Text eintippen, tippen wir immer munter, fröhlich vor uns hin und der macht automatisch für uns eine neue Zeile. Aber der Absatz ist noch nicht zu Ende. Also Absatz ist inhaltlich eng zusammengehörender Text, ein Gedanke oder sowas ähnliches. Den Begriff hier finde ich schön, eine semantische Einheit. Und der ist von anderen Gedanken, anderen semantischen Einheiten eben abgesetzt. Naja, abgesetzt passt irgendwie auch zu diesem Ausdruck Absätze. Absätze genießen in der typischen Textverarbeitung eben auch diese besondere Rolle, dass man ihn, dass sich auf diesen Absatz viele Formatierungsattribute beziehen. Und na, das Einfachste, eines der Formatierungsattribute ist die Form des Absatzes auf dem Medium, auf dem es gerendert wird, also Bildschirm oder Papier und so weiter, vielleicht auch in einem E-Book. Da gibt es eben den linksbündigen Flattersatz, den rechtsbündigen Flattersatz und den zentrierten Flattersatz. Und dann gibt es hier noch diesen sogenannten Blocksatz, bei dem darauf geachtet wird, dass das rechteste Ende des rechtesten Buchstabens in einer Zeile auf der Höhe ist von den anderen rechtesten Buchstaben in den anderen Zeilen, oder nicht auf der Höhe, sondern in derselben Pixelspalte ist. Dafür müssen natürlich im Text ein paar Zwischenräume zwischen den Wörtern zusätzlich eingefügt werden. Wenn das Standard-Blank, sagen wir mal, 4 Pixel breit ist, dann muss man eben noch weitere Pixel, so viele wie man braucht, dass das Wort rechtsbündig dasteht, zusätzlich in der Zeile verteilen. Zunächst mal natürlich bei den Blanks, die da sind. Es gibt aber noch ein paar andere Kriterien, wie wir den Satz formatieren wollen. Unschön ist es natürlich, wenn Zeilen von einem Absatz auf mehrere Seiten getrennt sind. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, aber die Frage ist, wann lässt es sich vermeiden? Und vielleicht gibt es auch Absätze, die wir zusammen haben wollen, ganz kurze Absätze oder so ähnlich, die wollen wir vielleicht nicht getrennt haben, oder Gedanken, die eng zusammengehören, solche Dinge, also Absatz mit dem nächsten Absatz zusammenhalten. Ich habe hier noch diesen Begriff Einzug mal geklärt. Wenn wir also jetzt hier so eine Seite haben, das Graue wäre das Papier. Es gibt natürlich nur der Bildschirm. Es gibt nur einen Bereich auf der Seite, den man wirklich bedrucken kann. Jeder, der auf dem Laserdrucker schon mal was gedruckt hat, weiß, fast jeder, sagen wir es lieber so, weiß, dass man nicht bis an den letzten Millimeter auf dem Laserdrucker, bei fast keinem, drucken kann, sondern dass der druckbare Bereich eben ein paar Millimeter in jeder Seite weniger ist als die Ränder vom Papier. Der bedruckbare Bereich ist kleiner. Und auf dieser bedruckbaren Fläche, da positionieren wir jetzt hier diese Absätze. Das ist das gelbe und das hellgrüne Ding. Der Absatz, dem können wir das Attribut geben, so und so viel Abstand vom linken Rand, so und so viel Abstand vom rechten Rand der bedruckbaren Fläche. Und eventuell haben wir auch noch sowas wie eine Einrückung ab der zweiten Zeile oder was eigentlich in Büchern sehr beliebt ist, dass die erste Zeile des Absatzes leicht eingerückt ist
von diesem Abstand hier, also das, was man Hanging Indentation nennt, entweder positiv oder negativ. Das nächste, natürlich, die Zeilen haben auch einen gewissen Abstand, das kann man auch wählen, das gehört auch zu diesem Format eines Absatzes dazu. Und das nächste ist der Abstand zu anderen Absätzen. Abstand zu anderen, hier sehen Sie, ich habe hier zwischen dem gelben und dem hellgrünen einen gewissen Abstand. Das gibt man in irgendeinem Maß an. Ja, so ein abstrakte Pixel in manchen Programmen. Da gibt es auch noch dieses Druckermaß Pika oder Zeilenäquivalente oder sowas Ähnliches. Und dieser Abstand zu anderen Absätzen, viele Benutzer von Textprogrammen machen das einfach mit einem leeren Absatz zwischendrin. Ich sage jetzt absichtlich nicht mit einem Zeilenwechsel, sondern mit einem leeren Absatz dazwischendrin. Das mit dem leeren Absatz hat aber auch Nachteile. Wenn der leere Absatz gerade der erste Absatz ist auf einer neuen Seite, dann sieht das hässlich aus. Wenn, naja, auf der linken Seite des Buches geht es hier los und hier geht es eine Zeile tiefer los. Ne? Da wird dann noch diesen leeren Absatz haben, den wir eigentlich hatten wollten, um diese beiden Absätze hier ein bisschen auseinanderzuhalten. Deshalb gehört zum guten, sauberen Setzen, dass man nicht leere Absätze einfügt, um Absätze auseinanderzuhalten, sondern da kann man Platz hinterher und hier hinter beziehungsweise Platz vorher angeben. Und dieser Platz, den man hier angibt, wird gerade nicht benutzt, wenn der Absatz auf der ersten Seite ganz oben, auf einer Seite ganz oben landet. Also Sonderfall oberer Rand bzw. unterer Rand für den Abstand hinterher. Die Maßeinheiten, ich habe eben schon drüber gesprochen, in der Regel wird immer noch irgendwie in Inches gedacht, also 2,54 cm und eine Zeile ist in diesem Druckermaß, Druckindustriemaß ein Sechstel von einem Inch, also 4 und ein bisschen was Millimeter. Ein Punkt, auch ein Point abgekürzt, 0,035 cm, das ist dann so ein virtuelles Pixel sozusagen, virtueller Pixelabstand. Und dann haben wir hier noch zum Beispiel 12 Punkte, entspricht einer Zeile, ist also ein Sechstel Inch und auf diese Weise rechnet sich das auch da aus. So als Anleitung für das, was man da einstellen kann. Ja, ich habe schon gesagt, bedruckbare Fläche kleiner als das Papier. Es gibt Abstände von links, von rechts, von oben und von unten. Wobei man in einem Buch sieht, wenn man genau hinguckt, dass der Abstand links und der Abstand rechts gerne unterschiedlich sind, zumindest in einem anständig gesetzten Buch, und dass das auf gegenüberliegenden Seiten genau spiegelverkehrt ist. Da ist hier der rechte Abstand klein, der linke groß, und hier ist der rechte groß und der linke klein. Das ist dazu da, damit man, wenn man das Buch so aufschlägt, damit man es nicht so platt klopfen muss, damit man die inneren Buchstaben auf jeder Seite lesen kann. Auch so ein Teil der alten Buchdruckerei. Hier oben drüber vielleicht noch Kopfzeilen, hier unten drunter vielleicht Fußzeilen, vielleicht Fußnoten, Seitennummern und sowas, braucht alles Platz, also der bedruckbare Bereich ist gar nicht so groß. Hier besondere Seitenbereiche. Hier in dem Grauen, da findet der Satz statt für den Inhalt, das ist der Platz für unsere Absätze, die da hineingesetzt werden müssen. Und natürlich wollen wir auch so formatieren, dass wenn wir hier mal ein paar Fußnoten mehr haben, dass dann hier dieser graue Bereich kleiner wird und der Text automatisch hier drüben weiterfließt und es keine unangenehmen Überraschungen gibt. Text und Struktur, über das habe ich eigentlich schon mal erzählt. Sie werden die Zeichnung auch vielleicht wiedererkennen. Das hatte ich in dem Kapitel World Wide Web, HTML und Markup schon mal stehen. Markup ist die logische Struktur für den Text. Semantisch. Eine semantische Einheit steht im Absatz. Es gibt Listen, es gibt Fußnoten, es gibt Überschriften und so weiter. Zitate. Und die Zuordnung der Attribute,
wie so ein Absatz vom normalen Text, wie eine Überschrift, wie ein Zitat, wie ein Literaturverweis, wie eine Bildunterschrift, wie das aussehen soll. Das macht der Drucker beim Setzen. Der Autor schreibt den Text und sagt den Dingen, die er da geschrieben hat, du bist eine Überschrift vom zweiten Level. Der Drucker, also nicht das Stück Hardware, was die Seiten ausspuckt, sondern der Layouter beim Verlag, vielleicht auch das Programm, was sie benutzen, das setzt, das macht also diese Abbildung vom Text in der logischen Struktur auf das grafische Aussehen. Da gibt es, naja, auch noch Randbedingungen, Firmen haben natürlich auch irgendwelche besonderen Ideen, wie sowas aussehen soll. Und Sie, oder der Autor, sagen wir lieber, der muss seinen Inhalt so produzieren und so aufschreiben, dass das mit unterschiedlichen Zeichensätzen gesetzt werden kann. Vielleicht ist eben der Text, wenn es auf Papier gedruckt wird und dann aus der Druckmaschine rauskommt und gebunden wird, anders, die Buchstaben anders, die Zeilenabstände anders, die Absätze, Abstände zwischen den Paragraphen anders, als wenn ein PDF generiert wird oder als wenn die Seite im Web auftaucht oder wenn es als E-Book erscheint. Ein Programmsystem, bei dem dieser Satz besonders ausgeprägt ist, wo wir es auch direkt sehen können, das ist dieses Textsystem von Donald Knuth. Der Don Knuth, The Art of Computer Programming, der hat sich auch mal mit Satz beschäftigt. Solche Formatvorlagen, die werden auch Stile oder Styles oder sonst wie genannt, die dienen dazu, diese Zuordnung, diese Abbildungsvorschrift zu machen. Wir schreiben Text und der Drucker nimmt eben diese Formatvorlagen und gestaltet die. Das sind Mengen von Attributen für Zeichen, also welcher Font, Fett, Kursiv und solche Dinge. Und das sind Mengen von Attributen für Absätze, Platz vorher, Platz hinterher, der Einzug und so weiter. Eigentlich sind das sowas wie Prozeduren, die wir implizit programmieren, indem wir in Dialogboxen was aussuchen oder hier explizit aufschreiben. Prozeduren, die wir auf solche logischen Strukturen im Text anwenden, eben auf einen Absatz oder auf eine Überschrift. Und wenn wir, das ist dann auch noch nett, wenn wir Formatvorlagen benutzen, um Überschriften zu kennzeichnen, also Überschrift erstes Niveau, Überschrift zweites Niveau, Überschrift drittes Niveau, dann kann auch automatisch sowas wie ein Inhaltsverzeichnis generiert werden oder ein Abbildungsverzeichnis. Wenn wir unter unserer Abbildung einen Absatz schreiben, den wir markieren mit, du bist jetzt eine Bildbeschreibung, indem wir den Stil Bildbeschreibung zuordnen. Dann kann das einerseits der Drucker so machen, wie die Bildbeschreibung eben in diesem Verlag oder in dieser wissenschaftlichen Publikation grundsätzlich aussehen. Und zweitens kann sowas wie ein Abbildungsverzeichnis automatisch generiert werden. Und das spart uns jetzt Arbeit. Wer von Ihnen schon mal ein Inhaltsverzeichnis per Hand gemacht hat, der Kapitel 3 beginnt auf Seite 15 und Kapitel 4 beginnt auf Seite 27 und da ist noch eine Seite dazwischen reingekommen und dann muss man wieder durchs Literaturverzeichnis, durch das Inhaltsverzeichnis durchgeistern und die Seitennummern da richtig setzen. Der weiß, dass sich sowas lohnt, Formatvorlagen zu benutzen. Und das möchte ich Ihnen hier wärmstens ans Herz legen. Nicht individuell formatieren, sondern dem Text Struktur zuordnen, Markup durchführen und dann automatisch setzen lassen. Beim Tag geht es gar nicht anders. Ja, es gibt dann noch so ein bisschen Spezialfunktionen in den Textprogrammen, automatische Trennung, die Rechtschreibprüfung, ne, manuell oder automatisch. Ich
bitte Sie um Vorsicht bei der automatischen Rechtschreibprüfung. Vor ein paar Jahren hatte ich eine Bachelorarbeit. Ich glaube, der wollte das da schreiben. Der hat sich vertippt und auf diese Weise ein neues Lebewesen erzeugt. Ich habe es jetzt gar nicht geglaubt, als ich das im Text gesehen habe. Da waren noch ein Haufen solche Sachen drin. Aber den Intervall, den fand ich einfach super. Man kann seinem Text übrigens auch als Attribut jedem Absatz einzeln Sprache zuordnen. Und wenn man die Sprache zuordnet für die Absätze, dann wird das Textprogramm, wenn man denn hier die Silbentrennung durchführt oder auch hier die Rechtschreibprüfung durchführt, jeweils das richtige Wörterbuch benutzen zum Trennen, zum Korrigieren. Aber bitte verwenden Sie die manuelle Rechtschreibprüfung, nicht diese automatische. Ne? Das ist schnell mal passiert. Es gibt auch so Grammatikchecker in den Textprogrammen, wie wir sie heute kennen, also im Microsoft Word und im OpenOffice und seinen Freunden. Da kommen dann so stereotype Ratschläge. Der Satz ist ein bisschen lang und Nebensatz in einem Nebensatz ist vielleicht nicht so gut. Solche Dinge. Im englischen Text kommt dann so eine Lesbarkeitsklassifikation. Aber diese Lesbarkeitsklassifikation, da steckt auch was drin, dass ja, eine grundsätzliche Haltung gegenüber Text, dass Text einfach und schnell zu lesen sein sollte. Und das ist vielleicht nicht in jeder Sprache gleich. Ich habe den Eindruck, dass wenn man was auf Deutsch schreibt, dass es dann besser ist, wenn man es kompliziert macht. Zumindest halten die Leute dann für einen größeren Wissenschaftler, wenn der Text kaum lesbar ist. Aber nun gut. In dem Thesaurus kann man Synonyme und Antinyme finden. Also wenn man in einem Absatz dreimal das Wort aufbauen benutzt, dann kann man da vielleicht auch ein alternatives Wort zu aufbauen benutzen. Und solche Zählfunktionen, die sind interessanter und wichtiger, als man vielleicht glauben könnte. In vielen, wenn man in Journalen publiziert, Papers schreibt, dann steht da immer, dass man maximal so und so viel 1000 Worte haben darf oder so und so viel 100 Worte haben darf oder dass das Abstract so und so viel 100 Wörter sein darf nur. Ich möchte jetzt noch zum Thema Dokumentenverarbeitung noch was weiteres anfügen. Heutzutage besteht ein Dokument eben nicht nur aus Text, sondern auch aus Grafiken, Bildern, vielleicht sogar Objekte von anderen Programmen, die eingebettet werden. Eine Tabelle aus einer Tabellenkalkulation, eine Liste aus einer Datenbank und vielleicht will man die auch aktuell halten, dass die Tabelle aus der Tabellenkalkulation, wenn man in der Tabellenkalkulation was ändert, automatisch auch im Brief, den man schreibt oder in dem Report, den man schreibt, geändert wird. Also so automatisch dynamisch eingebettetes Einbetten von Objekten. Und was wir, wenn wir solche Bilder und Objekte, ich habe jetzt hier einfach mal bunte Kästchen für all diese Komponenten, Grafik, Bild und Objekte genommen, wenn man sowas einbetten möchte, dann kommt man natürlich ja, auf das Problem Anordnung. Wie kriegt man den Text dazu, dass er nicht durch dieses Bild hier durchläuft, sondern hier außen drumherum läuft. Das ist eine Funktion von der Dokumentenbearbeitung und ein modernes Dokumentenbearbeitungsprogramm kriegt das auch vernünftig hin. Der Textfluss um das Objekt muss organisiert werden und zweitens muss man dafür sorgen, dass das Objekt, wenn wir den Text bewegen, wenn wir also hier auf der Seite vorher noch einen Absatz einfügen, dass der Text dann hier mit dem, dass das Objekt mit dem Text sich weiter nach unten bewegt. Denn wir wollen ja nicht, dass die Abbildung, die sich auf den Text bezieht, nachdem wir weiter vorne noch drei Absätze eingefügt haben, dann auf der falschen Seite ist. Also die soll nicht seitenbezogen sein, sondern die soll mit dem Text mitlaufen, wenn es geht.
wenn man kann es eventuell auch fixieren, wenn man unbedingt will, dass es auf der Seite 27 ist. Die Frage ist aber, ob das so richtig vernünftig ist. Die nächste Funktion, die man haben will, ist mehrere Spalten zum Thema Lesbarkeit. Das ist eigentlich schon etwas, das man eine alte Erkenntnis, wenn der Text sich über so eine Breite vom Papier erstreckt, eine Zeile also von ganz links nach da rechts geht, dann ist das schwer zu lesen. Deshalb wird das gerne in Spalten gesetzt. In Zeitungen sind es 3, 4, 5, 6 Spalten. In Zeitschriften sind es meist auch mehrere. Und in manchen Büchern sind es auch mehrere Spalten. Gerade wenn es ein A4-Format dann ist, hat man unter Umständen auch mehrere Spalten. Und hier oben vielleicht noch irgend so eine Überschrift oder was Ähnliches, die über alle drüber geht. Für den, ja, ich hole noch einen Augenblick aus. Eine der, sagen wir mal, entscheidenden Veränderungen, den Ausdruck Revolution benutze ich ungern, aber schon ein wichtiger Wegpunkt für die Personal Computer war der Computersatz, dass die Leute anfangen konnten, Bücher selber zu setzen. Also die Autoren anfangen konnten, Bücher selber zu setzen. Das hat einer einfach viel Geld gespart und zweitens gab es gar nicht so viele Leute, Setzer, die all die Bücher, die die Leute publizieren wollten, die die Leute gestalten wollten, setzen konnten. Das war früher eine Kunst von wenigen, das Setzen. Durch den Computersatz ist es eine Kunst von vielen geworden. Und so in den Jahren 1985, 1986, als es die Laserdrucker gab und die PCs mit grafischer Ausgabe, Macintosh war das damals, da haben sich diese Desktop-Publishing-Büros entwickelt, die also für Firmen, kleinere, mittlere Firmen insbesondere, Prospekte und sowas gesetzt haben. Und das war insofern ein wichtiger Schritt, weil das ein Markt für Hunderttausende von Laserdruckern war und ein Markt für Millionen von PCs. Die Programme, die sich dann entwickelt haben, hier so Quark Express, InDesign oder der berühmte PageMaker, die haben auf der einen Seite eine Schnittstelle für das Markup gehabt, dass man eben sowas hier auch gestalten konnte. Das ist Text absatzweise. Hier gibt es ein Objekt, um den der Text drumherum fließen soll. Ein Foto oder sonst was. Vielleicht auch mit einem irregulären Umriss, mit so einem beliebigen Umriss. Und der Text fließt dann drumherum. Der Textfluss ist in diesem Programm ein zentrales Element. Das ist auch in der Regel seitenorientiert, die Bearbeitung. Sind auch übrigens Programme für Experten, also es ist schon nochmal schwieriger zu bedienen als die Textverarbeitung. Die haben insbesondere auch eine Schnittstelle dann zu den Druckmaschinen, können automatisch Farbseparationen organisieren, sodass man so eine Druckmaschine, die so groß ist wie diese Halle hier, damit ansteuern kann. Ich habe mal, ich glaube das war irgendwo in Quickborn oder so ähnlich, irgendwo hieß der Ort, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Da war ich mit einer Großdruckerei und da hat man dann so, da standen dann Maschinen, die waren, Druckmaschinen, die waren 30 Meter lang und 4 Meter hoch und 5 Meter breit oder so ähnlich. Und die haben halt dann den Spiegel oder den Stern von morgen gedruckt. Das war ungeheuer eindrucksvoll. Und auf der anderen Seite hatten die aber eben auch Leute da sitzen, die mit diesen Programmen hier den Output generiert haben, eben diese Farbseparationen, denn diese Maschinen drucken in so einem sequentiellen Prozess, erst das Schwarze, dann das Hellblaue, dann das Gelbe und dann das Magentafarbene hintereinander aufs Papier oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr, aber jedenfalls die einzelnen Stufen hintereinander und dafür braucht man besondere Schnittstellen zu den Druckmaschinen. Als nächstes möchte ich noch etwas sagen zur Tabellenkalkulation. Ich habe vorhin schon gesagt, eine ganze Menge von Ihnen haben das wahrscheinlich schon mal benutzt.
zum Beispiel einfach nur, um irgendwelche Zahlenkolonnen zu addieren, das, was man früher mit einer Rechenmaschine, mit einem Tippstreifen gemacht hat oder so ähnlich, um irgendwelche Angebote zu berechnen für den Handwerker, der uns ein neues Bad einbauen möchte, oder um zu berechnen, ob bei dem und dem Gehalt und der Steuerformel, wie viel Geld kriege ich denn wirklich am Monatsende raus und wenn ich noch die Versicherung und jenes bezahlen muss. Oder den Kontostand projizieren. Und hier an dieser Stelle habe ich zwei bekannte Programme davon genannt. Und das ist auch so ein Wendepunkt der Computerei, der Computerentwicklung. Als die beiden Steves, Jobs und Wozniak, ihren Apple II fertig gebaut hatten und angefangen haben zu verkaufen, dann haben die eine ganze Menge Leute verkauft, so für sich zu Hause, als Maschine, mit der man mal irgendwie ein kleines Basic-Programm laufen lassen kann. Und überhaupt, man braucht ja mal einen Computer zu Hause. Die großen Firmen, Unternehmensberatungen, Banken und so weiter, die haben irgendwann mal auch angefangen, obwohl sie ja so Großrechner hatten, massenweise diese PCs zu kaufen. Und sogar die Apple IIs, diese Bastlermaschinen zu kaufen. Und der Grund war dieses Programm, insbesondere von dem Dan Bricklin entwickelt, das VisiCalc. Das VisiCalc ist nämlich so eine Tabellenkalkulation und damit konnte dann jeder, der so einen PC hatte, in so einer Bank oder in einer Versicherung oder beim Autohersteller, solche Modellrechnungen machen und den Preis von einem Produkt ausrechnen unter der Voraussetzung, dass Stahl so viel kostet und Plastik so viel kostet und die Arbeitsstunde Meister so viel kostet und die Arbeitsstunde normaler Monteur so viel kostet. Und dann kann man sich überlegen, was ist denn, wenn ich mal an einer Stelle was anderes einsetze, wie viel kostet dann unser Produkt und wie viel muss man verdienen und so weiter und so weiter. Also jedenfalls die großen Firmen haben das dann gekauft und als der IBM-PC ein paar Jahre später rauskam, gab es so ein Konkurrenzprodukt, also der Mitch Kaper, der hatte ein paar Leute aus dieser Firma abgeworben von VisiCalc und die haben dann dieses Lotus 1-2-3 gemacht und durch das Lotus 1-2-3 sind viele Millionen von diesen PCs verkauft worden. Das kann man auch nachrechnen und zeigen. Also ein ganz wichtiger Grund, warum sich die PCs gegenüber den Großrechnern durchgesetzt haben, damals und so schnell, das waren diese Tabellenkalkulationen. Der nächste Punkt, bei dem sich was geändert hat, das waren genauso diese Computersatzdinger. Und danach kam dann nach Tabellenkalkulation, nach Computersatz das Internet und das Internetsurfen als wichtige Punkte, bei denen dann hinterher, und die Computerspiele, bei denen hinterher der Umsatz so nach oben ging. So Umsatzknickpunkte, ne? Ja, aktuell benutzt man halt irgendwelche Tabellenkalkulationen. Die Grundidee ist so ein Rechenblatt. Und da kommt jetzt der Workflow, den es früher in der Industrie gegeben hat. Wenn man Angebot berechnen will, dann gab es da vorfabrizierte Formulare und die musste man ausfüllen. Quadratmeter und Kosten pro Quadratmeter Fliesen und andere Materialkosten. Und dann hat man das dann so ausgefüllt und dann hat man seine Rechenmaschine genommen und zusammengerechnet, so wie das Steuerformular noch vor ein, zwei Jahren war. Und diese Rechenblätter, die kann man mit so einer Tabellenkalkulation nun erstens selber gestalten, und zwar in kurzer Zeit selber gestalten, neue Zeilen einfügen, neue Spalten einfügen und zweitens schnell durchrechnen lassen, ohne dass man einen Taschenrechner oder irgendeine andere Rechenmaschine daneben braucht. Also so ein Spreadsheet, so ein Rechenblatt, ein klassisches Konzept, was es schon immer gab, eben auf Papier, besteht aus Zeilen und Spalten und da stecken Formeln drin, die haben die Leute früher per Hand durchrechnen müssen, da stecken Formeln drin, da gibt es Variablen und da gibt es auch einfache Programmiersprachenkonstrukte. Eigentlich ist so eine Tabellenkalkulation nämlich ein Stück Programm. Da kann man also Felder, diese Kästchen, die Sie eben hier gesehen haben, da kann man eine Zahl eintragen oder ein Datum eintragen oder irgendein anders
Datum und man kann auch sagen, welche Sorte von Datum da drin steckt. Wir können also typisieren, wie in der Programmiersprache. Oder man kann Formeln reinstecken. Und wenn hier eine Formel drin ist, dann kommt das Resultat, die eine Zahl, die bei der Formel rauskommt. Die wird nicht zugewiesen wie in unserer Programmiersprache, sondern die steht hinterher in der Zelle drin. Also zum Beispiel hier habe ich einfach mal eingetragen, ein paar Namen, das Datum, wann die Rechnung gestellt worden ist, und wann das Geld angekommen worden ist, eingegangen ist auf dem Konto. Und wenn wir jetzt hier unten noch eine weitere Zelle machen, indem wir das zusammenzählen, sehen wir ein Saldo. Wir können jetzt auch kompliziertere Programme machen, sodass wir dafür sorgen können, dass wir den Saldo für den Januar und den Saldo fürs Februar getrennt sehen. Diese Datentypen können sein, Zeichenketten, Zahlen, Währung. Währung wird ein bisschen anders formatiert und dargestellt als normale Zahlen. Datum, Uhrzeit oder sowas hier auch, Postleitzahl oder für Amerika gibt es auch noch die Social Security Number. Da werden dann diese kleinen Bindestriche zwischen reingesetzt. Natürlich gibt es auch solche Formatierungssachen und wenn Sie einer Zelle sagen, in dir stehen jetzt Prozente drin, dann tippen Sie es als 0,13 ein und hinterher steht dann 13% drin. Oder Sie tippen 1,3 und das Prozentzeichen, dann kommt auch 0,13 rein, aber er zeigt es als 13%. Die Formeln, die Elemente der Formeln, das, was wir da drin sehen, sind ja wie Formeln eigentlich in unseren normalen Programmen, bloß gibt es da noch was Neues. Wir können Konstante reinschreiben in unsere Formeln. Wir können aber auch Zellinhalte benutzen. Und jetzt ist unser Rechenblatt so ein bisschen was wie Speicher. Eigentlich eine Sicht auf so eine Speichermatrix. So wie Speicher vom Computer, auf dem unser Programm operiert. Und wir können auf diese Zellinhalte zugreifen mit der Zelladresse. Das werden wir gleich machen. Dann haben wir noch Operatoren, plus, minus, mal, der Arithmetik. Sie sehen es hier, ne? Punkt vor Strich und so weiter und so weiter. Man kann auch mit Datum rechnen, wenn man gesagt hat, das Feld ist Datum und das Feld ist Datum. Dann kann man die beiden voneinander abziehen und kriegt die Anzahl Tage dazwischen raus. Und die Tabellenkalkulation weiß, wie viele Tage welche Monate haben und wie viele Tage das Jahr 1984 hatte. Also mit Datum kann man da auch rechnen und das macht sogar schon für einen tagesrichtig. Ne? Wichtig sind Bezüge. Bezüge sind solche Tupel, die Felder identifizieren. Also dieses Feld wird identifiziert durch Spalte D, Zeile 26. Und diese Referenz, Spalte D, Zeile 26, die kann man in diese Formeln hineinstecken. Man kann sogar ganze Bereiche haben, die man einer Funktion vorwirft, als Input in eine Funktion reinsteckt, zum Beispiel in die Funktion Summe. Wenn wir der dieses Rechteck hier mitgeben würden, dann würde es alle versuchen, alle Zahlen zu nehmen, also alle 12 Zellen zu nehmen und die zu addieren. Ja, ein paar Konstante gibt es natürlich auch. Diese Bezüge, ich habe hier mal rot diese Zelle hier und grün die hier und blau die hier. Und hier steht dann drin, wir wollen das Rote zum Blauen addieren und das Grüne auch noch dazu. Dann sind das hier Bezüge V7, V11, also in dieser Spalte und dann noch hier der Index von dieser Zelle da. Hier. Es gibt, in der Regel sind übrigens diese Bezüge relativ. Nimm bitte das hier, was 1 nach rechts und 2 nach oben drin steht, nimm das, was hier 2 nach rechts drin steht, nimm das, was hier 1 nach rechts und 2 nach unten drin steht. Der Vorteil dieser relativen Bezüge ist, man kann eine Zeile einfach kopieren. Ja, wenn Sie immer sagen, ich will in dieser Formel das da mal das da minus das hier haben, und Sie haben es einmal geschrieben, dann können Sie die Formel in der ganzen Spalte kopieren und dann macht das für jede Zeile.
Deshalb sind relative Bezüge eigentlich das Vernünftigste. Die werden von vielen Tabellenkalkulationen absolut angezeigt. Das heißt aber nicht, dass sie nicht relativ dastehen. Man kann auch absolute Bezüge auf diese Weise hier eingeben, aber das ist jetzt nicht so eine gute Idee in der Regel. Die relativen Bezüge werden nämlich automatisch angepasst, wenn Sie kopieren und wenn Sie einfügen. Also beim Kopieren, Sie nehmen die Zelle, da ist eine Formel drin, Sie kopieren es eins tiefer und dann, wenn das relativ ist, dann macht es dasselbe wie eins weiter oben. Wenn man so ein zeilenstrukturiertes Tabellenkalkulation hat. Und das geht eben auch bei Einfügen und Löschen dazwischen. Das Programm kümmert sich darum, die relativen Bezüge zu justieren. Und die Funktionen, die mitgelieferten Funktionen, die sind so, wie man es sich gewöhnt ist. Da gibt es einen Namen und dann gibt es ein paar Parameter, Argumente. Und das hier können natürlich Zellen oder Zellenbereiche sein. Die Argumente, die man da mitgibt. Summe von A3 bis B10 nimmt also diese 16 Felder und summiert sie auf. Es gibt nun eine ganze Menge fertige Funktionsgebiete, die da so mitkommen, Mathematik, Trigonometrie, Statistik und so weiter und so weiter. Auch ein Stückchen Finanzmathematik, damit man sich irgendwelche Annuitäten ausrechnen lassen kann. Der Bausparer benutzt das gern, um sich auszurechnen, wann denn sein Kredit abbezahlt ist bei 1 oder 2% jährlicher Tilgung und so viel Prozent Zinsen, wie viel man im Monat zahlen muss, ne, diese Annuitäten. Und dann noch ein paar andere. Was man dann irgendwann mal machen kann, und jetzt wird das Ding Turing vollständig, ist solche Bedingungen. Wenn das der Fall ist, dann gibt es also den Then-Value, den Else-Value zuzuweisen, beziehungsweise hier kann man auch Formeln drin haben. Ne? Zum Beispiel, wenn B17 ungleich 0 ist, dann wollen wir B16 durch B17 dividieren und sonst wollen wir 0 rauskommen lassen. Auf diese Weise kommen wir auch natürlich komplett programmieren, wenn man es dann, naja, man braucht noch das Schleifenkonstrukt, so eine Iteration, aber das kriegt man auch noch hin. Um noch ein wenig näher an die Programmiererei zu kommen, kann man nicht nur mit Bezügen arbeiten, sondern man kann auch einzelnen Zellen Namen geben und diese Namen dann in den Formeln benutzen. Hier steht immer Zellbezüge unübersichtlich und so weiter. Wir können einzelne Zellen oder ganze Bereiche mit Namen versehen, so wie man es sich eben gewöhnt ist. Und das sind, ja, hier steht es benannte absolute Bezüge, das heißt, Sie können einfügen, löschen, Zeilen, Spalten, die Namen bleiben erhalten und Sie können in der Formel den Namen benutzen, so wie man sich das denkt. Also jetzt sind wir spätestens bei dem Augenblick angelangt, wo man schöne, auch vernünftige, komplexe Sachverhalte wenn man weiß, wie es Programmieren geht, auch vernünftig implementieren kann in so einer Tabellenkalkulation. Das Lotus 1, 2, 3, der Name kam übrigens aus drei Funktionen. Ne? Das erste war das Spreadsheet, das zweite war diese grafische Ausgabe und das dritte war dann auch noch irgendeine Datenbank, die es beim Lotus 1, 2, 3 gab. Also das Kapitel 2, was mit dem VisiCalc nicht funktionierte, wofür man bei VisiCorp ein zweites Programm kaufen musste. Das sind solche Diagramme erzeugen. Naja, das macht einerseits Spaß, aber andererseits ist es eben auch eine wichtige Form der visuellen Kommunikation. Wir wählen in der Tabellenkalkulation in unserem Spreadsheet ein paar Felder aus, so ein Rechteck. Und dann sagen wir, mach bitte daraus zum Beispiel ein Kuchendiagramm oder so ein Liniendiagramm oder hier Pseudo-3D-Diagramme. Dann muss man noch sagen, welches hier welche Achse ist. Und dann fängt er an, einem das zu zeigen. Man kann dann auch ein bisschen formatieren. Am Ende sieht es eigentlich ganz gut aus. Man kann das dann rauskopieren und in die Textverarbeitung oder in
die Präsentation einbauen. Zum Thema Präsentation und Vorträge, ich meine, das werden Sie alle schon gemacht haben, nur ein paar Worte. Wir produzieren hier sowas, was man früher am Overhead-Projektor mit selbstgemalten Folien hatte, also Stift nehmen und Lineal und irgendwelche Zeichnungen machen, Text draufschreiben und dann auf den Projektor drauflegen. In diesen elektronischen Folien haben wir in der Regel irgendwelchen Text hier mit auf verschiedenen Ebenen, also Anstrich und hier Unteranstriche. Das wird dann auch automatisch formatiert, wieder nach einer Vorlage. Wir können Grafiken einsetzen und man kann auch Animationen bauen, dass hier zum Beispiel zwischendrin so ein Pfeil gezeichnet wird, zum dramaturgisch richtigen Zeitpunkt während der Präsentation. Die Präsentationssoftware hilft einem auch bei der didaktischen Aufbereitung, dass also sequenziell präsentiert wird, von einer Folie zur nächsten und so weiter, dass es Hauptpunkte gibt und Unterpunkte gibt, dass die Leute, ihre Zuhörer das auch merken und sie können die Präsentation zeitlich und bei diesen Übergängen kontrollieren, Übergänge zwischen Kapiteln organisieren, die Folieneffekte gestalten, wie die da reinkommen, Einzelpunkte animieren, Überblendungen, das was verschwindet und was Neues reinkommt und so weiter. Das PowerPoint haben viele von Ihnen schon mal benutzt, OpenOffice hat auch sowas, das heißt glaube ich Impact, ne? Und das Keynote für die Macs, ein ganz besonders schönes Präsentationsprogramm, also mir gefällt es echt gut, läuft auch auf sowas wie dem iPad oder so ähnlich. Das hier ist irgendeine alte Präsentation, die ich früher mal gemacht habe. Weil das Textformatieren bei solchen Präsentationen in der Regel anders geht als in einem normalen Text, den man so liest, weil eine Präsentation in einem anderen Sinne sequenziell ist, zeitsequenziell, nicht vorgehenssequenziell ist, ist die Formatierung auch ein bisschen anders. Wir haben so eine Textformatierung in der Regel, das ist der Text, wenn man es nicht anders macht, so mittig verankert und je mehr Zeilen man schreibt, desto mehr geht das nach oben und unten auseinander. Das Zeichenformat ist wie gewohnt, so das Paragraphenkonzept gibt es eigentlich nicht richtig. Also das Absatzkonzept, das gibt es nur so rudimentär. In so einer Präsentation sind meistens auch Zeichenprogramme eingebaut, die werden zwar irgendwie von 90% derer, die solche Präsentationen machen, konsequent ignoriert, aber man kann damit eigentlich schöne Grafiken machen, sowas da zum Beispiel auch, so wie ich das in Präsentationen mache und eigentlich auch erwarte. Und man kann diese Grafiken, und das ist schön, auch animieren lassen, also Teile einblenden, ob das nun so aufblättert oder reinfliegt oder runterfällt oder einfach erscheint. Man sollte etwas vorsichtig sein, wie man diese Einblendung kommen lässt. Es ist zwar irgendwie wahnsinnig gut, wenn dann von rechts da irgendwas reinsaust und dann auch gleichzeitig ein Geräusch abgespielt wird, wie ein quietschendes Auto oder so ähnlich, aber das kann leicht lästig werden beim fünften Mal. Als Entwurfshilfen in fast allen Tabellenkalkulationen gibt es so fertige Grunddesigns, die nennen sich auch manchmal Wizards. Die sind ganz schön und die sind meistens relativ geschmackvoll. Da gibt es dann unterschiedliche Versionen, ob man es auf Folien aufdrucken will oder auf dem Beamer haben will oder ob man es am Bildschirm anzeigen will, und die sind dann entsprechend anders gestaltet, kontrastreicher und so weiter. Die produzieren nicht nur die Folien, sondern die produzieren gerne auch irgendwelche Notizenseiten, Handouts, die sie ihren Zuhörern geben können. Das kann durchaus auch praktisch sein. Und meistens gibt es noch so einen Lichtkasten zum Sortieren, damit man die Reihenfolge der Bilder, das die klassische Präsentation mit Dias da als Vorbild, indem man die noch ändern kann.
Gerendert wird dann eben entweder elektronisch, dann kommt hinterher ein Programm raus, das diese Präsentation enthält, oder Sie erhalten Folien ausgedruckt und eben Handouts und Notizseiten und so weiter. Das, was man dann als HTML fürs Web generiert, ist in der Regel leider nur Bilder, Bitmaps und so weiter, nur teilweise brauchbar, und die Links, die da generiert werden, taugen nicht viel. Was sich jedem von Ihnen, der so mal so eine Präsentation machen muss noch, es gibt ja sowas wie Seminar und solche Sachen, empfehle ist die Generalprobe mit der Zeitnahme, die ist da irgendwo drin versteckt, und hinterher können Sie dann in dem Lichtkasten sehen, wie viele Minuten Sie auf welchen Folien verbracht haben, und dann kann man sehen, wo man seine Präsentation verbessern muss, und insbesondere sieht man, wie viel, dass Sie nur 20 Minuten Präsentation haben, obwohl der Professor gesagt hat, Sie sollen 45 Minuten vortragen. Da muss man irgendwie noch was machen. Entweder die Redegeschwindigkeit reduzieren oder vielleicht noch Inhalt produzieren. Es gibt auch sowas wie zeitgesteuerte Präsentation. Das ist eigentlich nur für die Leute mit viel Übung. Dann blättert das die Präsentationssoftware selber weiter nach ein paar Minuten oder nach ein paar Sekunden, so wie Sie es hier eingeübt hatten. Aber das kann böse ins Auge gehen, wenn man gerade lustig was erzählt und plötzlich macht es Flip, die Folie ist weg und man steht hier vorne und muss sie dann eventuell wiederholen. An dieser Stelle höre ich jetzt, nein, ich noch nicht ganz, ich mache noch dieses, fange noch hier mit an. Medien bearbeiten, ich möchte aber nur im Überblick drüber gehen. Erstens, eine Gruppe möchte ich erwähnen, mit der man Grafiken machen kann, steht hier unter der Bezeichnung Line Art, also so Zeichnungen, wie ich sie eben auch gerne in meiner Vorlesung habe, die aus Strecken, Linienzügen, Rechtecken, Polygonen, Kreisen, Ellipsen und so weiter bestehen, unterschiedlich eingefärbt mit einfachen Zeichen, mit Schattenwürfen und so weiter. Das hier, um Zeichnungen zu machen. Wenn Sie so wollen, CAD 1.0. Hier als nächstes Pixelmanipulation, sowas wie der Photoshop oder der GIMP. Man nehme ein Foto und schneide Sachen raus, die man nicht haben will, den Hintergrund oder die Pickel im Gesicht. Oder man montiere irgendwelche Fotos zusammen. Und die Metapher ist so ähnlich, wie wir das früher, wie die Leute das früher gemacht haben, wenn sie an Celluloid-Filmen herumgeschnipselt haben und so Collagen gebaut haben, so übereinander. Und als letztes hier unten, zeitabhängige Medien schneiden und kombinieren, zum Beispiel mit sowas wie dem Adobe Premiere oder anderen Editierprogrammen. Da geht es im Wesentlichen um Orchestrierung. Wann, wie lange der eine Clip, wie lange der nächste Clip, Überblendungen dazwischen, also so zeitliche Anordnung inklusive Überblendung und wie der Ton in der Zeit zu den Bildern steht. Also deshalb habe ich hier Orchestrierung dazu geschrieben. Ich möchte noch hiermit kurz anfangen. Diese Objektgrafik oder Line Art zeichnen mit grafischen Objekten. Und was ich hier nur so als Beispiel hier unten hingezeichnet habe, ist, wie kommt man zu einem Festplattensymbol? Man nehme eine Ellipse, die färbe man irgendwie so in der Farbe von ferromagnetischem Material an, irgendwie so braunrot, wie früher die Tonbänder waren. Dann nehme man noch ein Rechteck in derselben Farbe, genauso breit wie diese Ellipse, und dann kopiert man nochmal diese Ellipse. Wenn man die drei jetzt übereinander legt, so wie ich das hier gemacht habe, da ist da, ganz oben, dann kommt der da, dann kommt der da, da hat man hier noch diesen Strich zu viel, der einem das Vergnügen deutlich ruiniert. Deshalb nimmt man sich nochmal ein Rechteck mit derselben Farbe, und diesem Rechteck gewöhnt man die schwarzen Kanten ab. Bitte keine Kante malen. Und dann fummelt man das Rechteck, eventuell das Bild vergrößern, hier an diese Stelle, um diesen Strich abzudecken. Und plötzlich sieht das hier aus
wie eine Festplatte. Naja, wie so ein Festplattensymbol von außen. Die Kunst an dieser Line-Grafik ist die Anordnung der Objekte. Solche Sachen habe ich auch mal irgendwann nicht gekonnt, aber mein Doktorvater, der Peter Schultes, der kannte sich damit schon prima aus und hat es mir beigebracht. Also, wichtig ist die Anordnung der Objekte. Wie man die Stacking Order, ja, Sie haben einzelne grafische Objekte und die legen Sie an die richtige Position übereinander. Und in diesem Programm, da kann man eben genauso was bestimmen wie ganz vorne, eins nach hinten, eins nach vorne in dieser Abbildungsordnung oder ganz nach hinten. Ich habe die hier übrigens falsch gezeichnet. Ich habe erst den hier gezeichnet, hier oben, und dann habe ich das Rechteck gezeichnet und dann lag der da oben drauf und dann habe ich gesagt, den hier duplizieren, dann lag der ganz oben drauf. Und dann habe ich gesagt, du hier eins nach vorne, dass der hier ganz hinten ist und du hier nochmal zwei nach vorne, dass der ganz vorne ist. Und dann war die Reihenfolge richtig, dann habe ich diese übereinanderlegen können und danach habe ich den hier generiert. Das, was man neu erzeugt, kommt immer ganz oben hin. Habe dem hier den Rand weggenommen und das hier oben drüber dekoriert, sodass es so ausgesehen hat. Also diese Zeichnungen perspektivisch und halbperspektivisch zeichnen. Man kann natürlich auch Häuser und sowas zeichnen. Man kann sich eventuell auch solche Hilfslinien zur Konstruktion nehmen, so wie sich das die Künstler des Mittelalters, Michelangelo und so gemacht haben, oder des ausgehenden Mittelalters gemacht haben. Und dann kommt man zu ganz schönen Zeichnungen. Und fast alle Zeichnungen in der Vorlesung sind auf diese Weise entstanden. Okay, ich nehme das schön zurück, aber fast alle Zeichnungen aus der Vorlesung sind auf diese Weise entstanden und manche taugen sogar ein bisschen was. Das Wichtige ist, Objekte generieren, anordnen, horizontal, vertikal und in der dritten Dimension, in der Z-Achse, damit die anständig überdecken. Und schon hat man ja, solche Symbolgrafiken. Pixelgrafik, das gute CAD ist noch viel schwieriger, da ist auch die Anordnung noch komplizierter, aber auch da arbeitet man mit solchen dann 3D-Objekten wie Würfeln und Kugeln und so weiter und baut die so aufeinander. Die Pixelgrafik, da manipuliert man jetzt nicht, da arbeitet man nicht mit Objekten, sondern da arbeitet man mit Pixeln. Konzeptuell sitzt man vor einem Block mit ein paar tausend mal ein paar tausend Pixeln, also Millionen solche kleinen Kästchen, und die kann man jetzt mit Buntstift anfüllen oder auch nicht. Weil das Einzelmalen ein bisschen schwierig ist, gibt es dann auch solche Werkzeuge wie Spraydosen und Farbeimer. Spraydose zum Beispiel, um hier solche Verläufe zu malen, oder Stift, um den Punkt zu setzen. Und man kann auch hier durch die Punkte durch irgend sowas wie eine Linie machen. Bloß wenn man fertig ist mit der Linie, transformiert das Programm die Linie, den Kreis, das Rechteck automatisch in einzelne Pixel und hinterher kann man nur noch pixelweise zugreifen. Hier habe ich mal vor Urzeiten mit dem Peter Schultes zusammen, ich habe es dann irgendwann noch farbig gemacht, mal einen Baum gezeichnet. Also hier mit diesem Stift, hier so Linien mit der Maus gezeichnet und dann die Spraydose genommen mit einem Muster, dass nicht alle Pixel bunt werden, wo man dahin leuchtet mit der Spraydose, sondern nur ein Teil, und dann hier mal ein bisschen Graffiti hier drumherum gemacht, um sowas Ähnliches wie einen Baum rauszukriegen. Hier ist dann eine Vergrößerung von solchen Pixeln und Sie sehen, solche Verläufe kann man da auch machen, wenn man das mit der Spraydose macht. Der Farbeimer, der füllt die Selektion aus. Wir können die Maus nehmen und von hier bis hier eine Selektion machen, irgendwie so ein Rechteck oder sowas selektieren und dann blinkt das da irgendwie, das Rechteck, und dann nimmt man den Farbeimer und füllt dieses aktuelle Selektion gerade mal aus. Bei Photoshop und GIMP und solchen Sachen baut man nicht die Zeichnung
so wie beim MacPaint oder so ähnlich oder bei PaintShop von komplett auf, sondern da greift man sich ein Foto und arbeitet dann auf dem Foto. Solche Programme dienen insbesondere dem Retouching, also und der Montage. Beim Retouch, da muss man erstmal solche Sachen machen wie Kontrast und Helligkeit von dem Bild ändern, die Farbsättigung ändern aus flauem Foto, mach kräftig strahlendes Bild. Das kann man zum Beispiel machen, indem man sich die Histogramme anzeigen lässt über die Werte, ne? Also wie viele Helligkeitswerte hat man denn wirklich benutzt, wie intensiv ist welche Farbe, wie viele intensive Pixel gibt es und wie viele schwache Pixel gibt es, und dann kann man das so einstellen, dass die großen Peaks da rauskommen und dass es mehr so eine flache Kurve wird, um Helligkeit oder Farbsättigung zu ändern. Man kann die Kanten bearbeiten, schärfen oder glatt machen. Ein Schritt ist natürlich die Hautverunreinigung im Gesicht, sowas wie Pickel oder so ähnlich, die kriegt man mit Entschärfen von Kanten ein bisschen raus, damit man es nicht mehr so deutlich sieht, aber das will man nicht auf der ganzen Fläche, Teile sollen vielleicht schon schön scharf sein. Deshalb ist sowas wie Selektieren wichtig. Die Selektionswerkzeuge sind, das haben Sie vielleicht schon gemerkt, bei sowas wie dem GIMP und dem Photoshop ganz zahlreich. Da gibt es das rechteckige Selektierwerkzeug, das einfachste, die Ellipse. Aber da gibt es auch sowas wie das Lasso, das kann man dann so selber irgendwie so eine Form irgendwo drumherum zeichnen. Dann gibt es sowas wie ein magnetisches Lasso, nennen die das. Da wird die Form, die Sie da so herumzeichnen mit der Maus, noch ein wenig verändert durch Kanten im Bild, die das Bildverarbeitungsprogramm dann da sucht, wo gerade Ihre Maus unterwegs ist. Wenn da eine Kante ist, dann verlegt es diese Selektionslinie noch ein bisschen. Oder Zauberstab, um zu sagen, ich will jetzt alle Pixel, alle zusammenhängenden Pixel selektieren, die diesen Farbton haben und vielleicht noch ein bisschen heller und ein bisschen dunkler, aber nicht sehr viel heller und sehr viel dunkler. Also farbgesteuerte Selektion. Und wenn wir so eine Selektion gemacht haben, dann können wir Filter drauf loslassen. Filter drauf loslassen, also zum Beispiel Störungen entfernen. Das Filter berechnet den Durchschnitt mit den Nachbarpixeln. Auf die Weise können wir ein Bild Schärfe gerade rausnehmen, irgendwelche Pünktchen im Hintergrund, das Staubkorn auf der Linse im Himmel rausrechnen und solche Dinge. Dann gibt es noch ein paar Zeichenwerkzeuge, so Pixelzeichenwerkzeuge, wie schon besprochen hier, um auf so einer Schicht darüber zu malen. Das Schichtenkonzept, ich gehe jetzt hier noch, das hier uns übrigens ein Filter, das ist eine Matrix, die mit den Pixeln multipliziert wird. Das sind hier Filter. Digitalisierte Bilder sind in der Regel etwas verfälscht, deshalb und durch das CCD-Rauschen, wir haben darüber gesprochen, deshalb wollen wir das Rauschen entfernen. Man transformiert zum Beispiel in den Lab-Farbraum, lässt dort in dem blauen Kanal so ein Blurfilter oder sowas drüber laufen. In den anderen Kanälen kann man vielleicht auch mal was nachschärfen oder so ähnlich. Und dann kriegt man insgesamt ein etwas besseres Bild. Das ist der erste Schritt, das Rauschen zu entfernen. Dann will man ein paar Linien nachschärfen, Kontrast wieder rausarbeiten, also solche Übergangsbereiche. Nachdem man den Weichzeichner hat drüber laufen lassen, hat man dann hier so ein paar hässliche Effekte, die will man dann wieder wegrechnen lassen und so weiter und so weiter. Ein wichtiges Konzept sind die Schichten bei solchen Programmen. Die Bildelemente, die sind ja so wie bei der klassischen Fotomontage in verschiedenen Schichten angeordnet. Und das Bild, was rauskommt, ist die Projektion. Also sowas hier. Ich habe hier, um das hier zu basteln, drei Elemente. Ich habe einen Hintergrund, das hier einfach in hellblau gemacht. Ich habe dann mein Bild da aus der Vorlesung vom Anfang genommen und da drüber gelegt und dann noch so eine halbdurchsichtige weiße Ebene drüber gelegt, die Transparenz eingestellt oben drüber und dann habe ich mit so einem Pinsel hier einen Teil von diesen Punkten gelöscht.
durchsichtig gemalt. Und dann gibt es hier diesen Effekt. Ja, andere Leute können das viel besser. Ich kenne auch welche. Ich kann es nicht so besonders gut, aber in meiner Vorlesung benutze ich die Sachen, für die ich Rechte habe, also meine eigenen. Hier sehen Sie einen Screendump von dieser Layer-Anordnung vom GIMP. Und hier habe ich eben mit der durchsichtigen Farbe auf dieser weißen Ebene gemalt. Das sind die drei Layers, die ich hier habe, den untersten. Die kann man übrigens gegeneinander verschieben, da kommen natürlich auch noch andere Effekte raus. Und dann kommt da sowas zustande. So, jetzt möchte ich hier an dieser Stelle die Vorlesung unter den geplanten